Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei mir. Die Hochzeit verlief nicht reibungslos, es war kein freudiger Tag, wie wir gesehen haben. Und nun ist es an der Zeit, den König zur Rede zu stellen. Was hat er vor? Wird er die Wölfe angreifen oder wird er das nicht tun? Finden wir es heraus. Bin ich bereit für den Kampf? Ja, wir müssen Vierer rechnen. Vier. Ja, bitte. Vierer ist nicht mehr das einzige Opfer. Diese verdammten Wölfe kosten meinen Leuten auch weiterhin das Leben. Ich werde nicht zulassen, dass sie weiter darunter leiden. Als König muss ich klare Stellung beziehen. Und wenn die Regeln sagen, ich befürchte das nicht, dann zur Hölle mit den Regeln. Madness. The wolves who attacked were only a fraction of the pack. How will you fight them all? There is time. Ich werde nicht versagen. All right. Count us in. Das kann ich nicht von euch verlangen. We're not doing it for you, dumbass. It's for Fira. Kaine, you can't speak to a king like that. If this is indeed the plan, then let us make haste. We can ill afford another tragedy. Fira. Meine Freunde, ich danke euch. Ich stehe tief in eurer Schuld. Wenn ihr dies gebrauchen könnt, so nehmt es bitte. Den Einhänder antiker Overlord erhalten. Kaizamu Akora. Wo geht ihr hin, mein Gebieter? Zeruga, Hütz. Die Wölfe erschlagen, die Stadt ist in deiner Hand. Sato Aruteruwa Chinkuruchiras. Mein Gebieter, das verletzt zahlreiche Regeln. Haben diese Regeln verhindert, dass Führer stirbt? Nein, mein Gebieter. Was hat Fira jemals getan? Sie war so nah dran, wahrhaft glücklich zu werden. Und dann wurde ihr alles genommen. Ja, mein Gebieter. War es Fira schuld, dass sie so verletzlich war? Nein, mein Gebieter. Dann geht mir aus dem Weg. Das kann ich nicht, mein Gebieter. Ihr benehmt euch wie ein Narr. Ihr seid jung. So jung. Wie kannst du es wagen? Anda, ie, fia, lote to yari kaki ikso dekita. To kuite geru da. Ura, ura de! Fia to kaizamu de! Kaizamu to aiso! フィアアイサムテフィアチレセキタトトラゼルガンテアンダゼルガンヤイズガシチクルソカイザンゼスタルペアロータイリスラ関係かけてしたすわれアルムキエルトチギサンテキタアルム Ukiwase. Kuyurie. Oste. Kirutachi ekugu girisu agai. Kaizamu yuri. Iki ochizu tekugo. Yura. Kaizamu chi. Zisto zi. Wakuretashi yuri. Kodata. Zerugan, Tatsdokda. Vergesst es ist für Fira. Auf geht's. Oh, das Spiel ist so traurig, das macht mich so fertig. Du blöder Wolf. Wenn ich dich in die Finger bekomme, dann mach ich Hackfleisch aus dir. Kaiser! Kaiser! Geori! Das ist der
King of Fassad. Jetzt hat er es nicht nur mit dem König von Fassad und seinem Berater zu tun, sondern auch noch mit uns. Eine Lady in Dessous, ein Skelettjung und einem pissigen, sarkastischen Buch. Und mit mir, ja. Jetzt räumen wir mal hier richtig auf. Es würde mich auch mal interessieren, warum die Wölfe uns angreifen. Wohin sie? Matt ist Kickpushing! Stay on your guard! The king is in danger! Ja, da ist er ja. Okay, wir machen das für die Königin, für niemanden sonst, aber. Scheiße. Er ist an allem schuld, der schwarze Wolf. Der Schatten. Ich würde mal sagen, das ist der schlimmste Schatten bisher, ja? Das ist zwar Banz Adlerhorst mal gestorben bei dem letzten Schatten, aber der. Ah. Magie bringt zwar nichts, aber ich hab so viel. Ja, ein bisschen Schaden mache ich, aber verringert. Na komm her. Das ist aber auch etwas, was wir erst in den nächsten Endings erfahren werden oder im nächsten Spieldurchlauf dann, warum die Wölfe angreifen. Warum, weshalb und wieso. Das erfahrt ihr beim ersten Mal gar nicht. Aber ihr könnt da mal wild rumspekulieren, wenn ihr wollt. Natürlich ohne zu spoilern, ne? Blöde Wolf, ja. Ein ziemlich happiger Boss, muss ich schon mal sagen, weil der so flink ist. Ich weiß gar nicht, ob der, ob sein Berater und der König überhaupt sterben können. Ich glaube nicht. Sind wir schon down, ja? Was ist das für Fira, du blödes Hundevieh? Schlüssel erhalten, den Schlüssel treuer Cerberus erhalten. Was auch ganz wichtig ist, dass ihr spätestens hier versteht, dass die Schatten bluten, ja? Das ist wichtig.
hatte keine Stimme und keine Familie. Sie wurde in die Knechtschaft geschickt, wo sie sich Tag ein, Tag aus plagte. Und gerade als ihre Zukunft sich aufhellte. Sie war zufrieden. Does this not sound like what she would say to you? She was terribly proud of her king, and now you must do all that you can to honor her memory. Ich werde mein Bestes geben, das schwöre ich. Es tut mir leid. Ich würde nun gern alleine sein. Der König darf vor anderen keine Tränen vergießen. Is that another infernal rule? Die meisten Menschen leben und sterben nach ihren Regeln. Und manchmal brechen wir sie sogar. Nicht wahr, Führer? Der arme König. Ich weiß, aber es gibt nichts, was wir für ihn tun können. Eine traurige Wahrheit, in der Tat. Oh Mann. Oh Mann. Das ist der letzte Fall. Nun können wir den Schattenlord finden. Und Jonah. Wir haben alles zusammen. Alle fünf Schlüssel. Das können wir wohl. Wir sind bald dahin. Halte durch. Oh, ich finde Fassad eines der härtesten Abschnitte in dem ganzen Spiel. Nicht vom Schwierigkeitsgrad, aber vom Emotionalen her. Mulavit? Irgendwie so. We should return to Popelach and see if she has any final words for us. Dann gehen wir doch mal zurück zu Popelach. Hier ist eh gleich der Fährmann. Hallo, wo soll's hingehen? Heimatdorf, bitte. Dann kann ich nochmal shoppen gehen, dann kann ich nochmal zu Popola und dann. Und dann ist es endlich soweit. Dann heißt es Endgame. Wir gegen den Schattenlord. Und dann werden wir auch erfahren, ob Jonah überhaupt noch lebt oder nicht. Hoppla. Da habe ich den Dialog übersprungen, oder? Ja. Alles nass. Wisst ihr, die traurige Musik im Hintergrund hilft mir jetzt auch nicht weiter, ja? Bei den ganzen Sachen, was jetzt hier in dem Spiel schon passiert ist. Adlerhorst weg, Fira ist tot. Unser Dorf fast im Erdboden gleich gemacht worden. Jonah wurde entführt. Kann es noch schlimmer kommen? Ich weiß es nicht. Oho, sie sind zu zweit. Du wirst es also wirklich tun. Das ganze Dorf ist in Aufruhr. Man erzählt sich, du würdest jung. It's true. This is my final journey. Hard to believe this is the end. I'll bring her back. I promise. About that. What? Nothing. Never mind. Popola just loves to worry. Anyway, you be careful. Yes, do be careful. I will. Watch over the village while I'm gone. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir so die einzige Verteidigungslinie dieses Dorfes sind? Immer wenn was ist, wir sind immer mitten dabei. Seltsam, oder? Die Wachen sind irgendwie alle so, passiv. Die bringen nicht viel, nur wir sind immer irgendwie so der ausschlaggebende Punkt. Schon seltsam. Jetzt werde ich aber erst nochmal zum Shop laufen und gucken, was ich mir so alles kaufen kann. Denn hier schön ist. Kann ich Heiltränke kaufen? Würde das. Nee. Hat er wieder nicht. Aber bevor ich da jetzt zum Endgame gehe, werde ich nochmal ganz kurz zum Müllberg gucken, ja.
Da schaue ich nochmal hin, weil ich würde gerne das Schwert nochmal upgraden, bevor es ins Endgame geht. Die Musik ist so wunderschön in dem Spiel. Ihr könnt übrigens kaufen über iTunes. Da gibt es das Album. Das sind irgendwie 40, 45 Tracks oder so. Lohnt sich. Also definitiv. So, ich hoffe, dass der junge Mann, der jetzt Kriegsmaschinen herstellt, wirklich dann noch am Müllberg ist. Oh, Schatten. Schatten. Es war eine lange Reise bis hierher. Wir haben viel erlebt, viel durchgemacht. Bin gespannt, ob sich das alles ausgezahlt hat jetzt am Ende. Was würde jetzt passieren, wenn wir feststellen, dass Jona tot ist? Dass Jona gar nicht mehr hier ist? Das ist eine interessante Frage, ne? Was würde jetzt passieren, wenn das Spiel kein Happy End hätte? Hat es ein Happy End? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch kein Happy End. Vielleicht sterben wir am Schluss. Vielleicht stirbt die ganze Welt am Schluss. Ich weiß es nicht. Ich wirf jetzt einfach mal so ein paar Theorien mit ein, ja? Dass ihr dann ein bisschen ins Grübeln kommt. Vielleicht ist es so, vielleicht gibt es ein Happy End, vielleicht nicht. Vielleicht rede ich auch nur Unsinn. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal die Waffe upgraden. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, der Typ ist da. Aber normal müsste er. Ja, er ist hier. Supi. Eine Sprechblase über dem Kopf. Was will er denn schon wieder? Was willst du denn schon wieder? Was als nächstes? Willkommen. Wie geht es euch? Alles klar? Hey, das sieht ziemlich beschäftigt aus. Oh ja, es läuft großartig. Könnte kaum besser gehen. Die Schatten haben lediglich das erste Obergeschoss in Müllberg übernommen. Das ist alles. Das scheint dich nicht zu beunruhigen. Das ist egal. Niemanden kümmert es. Die Leute gehen nicht so weit rein. Daher macht es ihnen nichts aus. Es wird allerdings schwieriger, Material für meine neuen Waffen zu beschaffen. Nee. Ach, muss ich die jetzt annehmen oder was, dass ich da schmieden kann bei dem? Ja gut, nehme ich an. Passt. Was die Schattensense. Hihi, viel Glück, ihr werdet doch nicht mehr kommen. Wie? Die Schatten haben den Aufzug im Erdgeschoss beschädigt. Haben ihn einfach aufgetrennt. Hihihi. Wenn ihr den benutzen wollt, müsst ihr ein paar Teile austauschen. Hast du Ersatzteile? Nein, aber ich könnte sie herstellen, wenn ihr 5 kaputte Batterien und 5 kaputte Motoren hätte. Alles klar, ich besorge den Kram und du baust die Ersatzteile, okay? Hey. Ich habe die Materialien. Habt ein paar Roboter getötet, wie? Hihihi, die zerlegt. Wie schön, platt gemacht. Nun, lass mich an die Arbeit gehen. Der Typ hat echt einen Sprung in der Schüssel. Steckt es einfach in den Aufzug am hinteren Ende des Erdgeschosses. Viel Glück. Geht nicht drauf dabei. Hihihihi. What the fuck? Ich möchte gerne die Waffe verstärken, wenn es denn möglich ist. Glauben. Genau. Ah, 30 brauche ich, 31 Antennen habe ich. So ein Zufall, ne? Ja, da, Verstärkung erfolgreich. Glauben, Stufe 2. Das brauche ich für Stufe 3. Kautschuk, raffinierte Maschine und Silbererz. Okay, Stufe 3 werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Naja, lass dich nicht auseinanderreißen. Das Einzige, was er die ganze Zeit macht, ist hihihihi. Er ist echt nicht mehr ganz sauber, der Kerl. Gut, liebe Leute, wie es weitergeht bei Nier, das erfahren wir in der nächsten Folge. Dann geht es ins Endgame, dann fügen sich alle Puzzlestücke zusammen. Und wir bekommen eine Antwort auf fast all unsere Fragen. Ich bin euer Zagorn, wenn es euch gefallen hat, gebt der ganzen Sache einen Daumen und schreibt einen Kommentar mit euren Theorien, wie es ausgeht, was passieren könnte, was passieren wird. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ich bin euer Zagorn, stay tuned and